Vor allem die Spiegelreflexmodelle waren berühmt wegen ihrer Qualität und ihres stolzen Preises. Ende der 60er Jahre etwa musste der Fotofreund rund 800 Mark der DDR dafür hinlegen. Jetzt ist Schluss. Der Handel mit den Praktika-Kameras wird Ende Juni eingestellt. Da geht nun ein langes Kapitel Wirtschaft im Osten zu Ende. Aufregend, wenn man noch nie fotografiert hat und solch Motiv wartet auf Sie. Da hilft die Prakti. Mit ihr ist man praktisch perfekt. Motivregister einstellen und dann nur noch auslösen. Sie war der Fotoapparat des Ostens. Viele Generationen hielten ihr Leben mit der Praktika fest. Hergestellt von Pentacon in Dresden wurde die Praktika rund 9 Millionen Mal verkauft. Auch im Westen, zum Teil unter anderen Namen. Die Kamera war einer der Exportschlager der DDR. Sie schaffte es 1978 sogar ins All, wo Sigmund Jähn mit einer Praktika fotografierte. Zuletzt wurden diese Kameras in Asien produziert. 2014 gingen nur noch 15.000 Praktikas über den Ladentisch. Jetzt kommt das aus. Hersteller Pentacon erklärt dazu: Die Umbrüche der vergangenen Jahre im Fotogeschäft, die internationale Finanzkrise und das verstärkte Aufkommen von Smartphones und Spiegelreflexkameras sind an uns nicht vorübergegangen. Das Deutsche Fotomuseum in Markkleeberg bei Leipzig hat viele der 117 Praktika-Modelle in seinem Fundus. Unter anderem die erste vollautomatische Praktika, die in den 70er Jahren in der DDR 2 Monatsgehälter kostete. Das Ende der Ära Praktika nimmt man hier mit Wehmut zur Kenntnis. Da geht wieder ein großes Stück Fotografiegeschichte zu Ende. Die Praktika als Kultkamera hat ein halbes Jahrhundert lang Fotografiegeschichte geschrieben. Ist außerordentlich beliebt gewesen, ist eine gute Kamera gewesen für Profis und für engagierte Amateure. Der Markenname Praktika steht nun zum Verkauf. Möglich also, dass irgendwann wieder eine Kamera unter diesem Namen auf den Markt kommt.